Okay, dann würde ich sagen, Vorschlag, lass uns beginnen. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr alle in unsere Session gekommen seid zu einem Thema Navigieren im Internetdschungel. Das finde ich, klingt erstmal super spannend und sollte irgendwie Anreiz genug sein, auch in diese Session reinzukommen. Und ich bin auch richtig froh, dass ich heute nicht hier alleine bin, sondern Experten Christoph Raut mit dazu geholt habe, genau zu diesem Thema. Er ist unabhängiger und sehr erfahrener Berater für Strategieentwicklung, Softwareauswahl und Begleitung von Entscheidungsprozessen im Rahmen der Digitalisierung bei mittelständischen und größeren Unternehmen. Und bevor wir jetzt richtig durchstarten, muss ich dich einfach fragen, Christoph, bist du heute Team Kaffee oder bist du heute Team Tee? Oder beides, weil du in den Schwung kommen musst? Ich bin Kaffee. Also ich war erstmal Team Kaffee, jetzt bin ich Team Wasser. Also Mir ist tatsächlich so, am Morgen gibt es mit der Familie noch einen Kaffee. Da bleibt noch ein bisschen was übrig. Der wird dann noch geschlürft, so, um in den Tag zu starten. Und dann ist es aber vorbei mit Kaffee. Genug quasi Energie getankt und dann reicht das Wasser für den weiteren Tagesverlauf aus. Super, okay. Und ich bin auch beides. Wer mich kennt oder diejenigen, die mich kennen, ich trinke immer sehr viel Kaffee, lieber auch sehr guten Tee. Und ich habe auch schon beides heute gemacht. Und ich glaube, jetzt können wir loslegen. Das wird richtig spannend. Wichtig ist, es soll sehr interaktiv sein. Also stellt uns gerne in dem Chat viele Fragen. Wir versuchen, die auch einzubauen. Teilt aber auch eure Meinung, eure Erfahrung hier in dem Chat. Das geht nicht nur darum, dass wir zusammen einen Dialog führen, sondern dass ihr auch die Erfahrung, die ihr habt, oder auch die Meinung, die ihr habt, euch gegenseitig teilt in dem Chat. Deswegen regen wir hier auch wirklich sehr stark an. Nutzt diesen Chat. Ich gucke drauf und wir gucken natürlich, dass wir auch jede Frage mit einbauen. Okay, super. Ich habe mir natürlich zu Beginn gedacht, okay, wir reden heute über ein relativ wichtiges Thema, aus meiner Sicht eigentlich der wichtigsten Themen, bevor überhaupt ein Projekt richtig startet. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich denn das am besten erklären? Und jemand, der mich kennt, weiß, ich bin jemand, der unglaublich gerne reist. Ja? Und ich bin jemand, der unglaublich viel schon gesehen hat auf der Welt, aber auch in Deutschland schon eigentlich alle Ecken kannte und gesehen hat. Und ich bin auch sehr abwechslungsreich. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, wenn ich im Prinzip normalerweise einen Urlaub plane, dann gucke ich mir erstmal, wo war ich schon überall. Das habe ich eigentlich in den letzten Monaten auch so ein bisschen gemacht. Und ich bin sehr auch abwechslungsreich. Das heißt, ich mag eigentlich alles, sei es vom Städtetrip über, ich mache Außenwandertour bis hin auch Entspannung. Also ich mache eigentlich durchweg alles, was irgendwie das komplette Spektrum ist. Dann mache ich aber oftmals auch und gucke dann, okay, was habe ich jetzt in den letzten 6 Monaten gemacht? Was möchte ich eigentlich als nächstes machen? Was gibt mir wieder Kraft? Und mache dann halt fokussiere mich auf ein Thema. Ja? Zum Beispiel dann halt auch, okay, das nächste Mal möchte ich jetzt gerne irgendwo in der Natur was draus machen, um dann im dritten Schritt auch sagen, okay, jetzt mache ich einen konkreten Plan. Also ich habe mir jetzt klar, ich möchte jetzt wieder in die Natur raus, ich möchte irgendwie was machen, tun und mich bewegen. Und dann mache ich natürlich einen konkreten Plan, wie wir im Prinzip, wie ich von A nach B komme und was ich in den 7 oder 14 oder auch längeren Tagen eigentlich vorhabe. Und genau das machen wir heute auch. Zu dem Thema Technologieauswahl, wie komme ich eigentlich zu einer relativ guten Entscheidung? Machen wir als erstes mal einen kurzen Blick zurück, weil es ist immer wichtig zu gucken, was haben wir eigentlich in der Vergangenheit gelernt und was nehmen wir da draus? Dann aber auch zu schauen, Blick nach vorne, zu gucken, was sind denn eigentlich meine neuen Ziele, die ich verfolge, auch zum Beispiel mit einem neuen Intranet, um dann, und das ist für mich der wichtigste Thema, den auch der Christoph aus der Praxiserfahrung sehr detailliert erklären wird, der Weg, wie man eigentlich zu einer Entscheidung kommt. Ja? Und das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil das ist die Grundlage für einen, eigentlich das Projekt als solches und dass man überhaupt so ein Projekt auch starten kann. Ja, und fangen wir mal kurz an. Ich gebe einen kleinen Impuls zum Thema der Blick zurück und der Blick nach vorn. Und dann gehen wir ganz konkret halt auf jeden Fall auch auf den Weg, wie man dorthin kommt. Blick zurück. Und warum überhaupt ein neues Intranet? Das kann ganz, ganz viele verschiedene Facetten haben. Ich glaube, Christoph, du wirst ja auch nachher nochmal auf ein paar Facetten eingehen. Ich habe mir jetzt einfach nur mal ein Beispiel oder eine Facette rausgenommen, warum man eigentlich über neues Intranet oftmals nachdenken sollte. Und das ist das ganze Thema Zufriedenheit. So, was meine ich mit Zufriedenheit? Wir hatten im Prinzip 2021 eine Internet-Dachstudie gemacht, die erste größere Internet-Dachstudie überhaupt mit 167 Teilnehmerinnen, sehr, sehr groß und umfangreich. Jetzt kann man sagen, oh Mensch, ist die schon alt? Natürlich nicht. Ich glaube, wenn man heutzutage zum Thema AI was machen würde, müsste man alle 3 Monate was Neues rausbringen. Beim Thema Internet ist es halt nicht ganz so frequentiert. Und das Spannende ist einfach, dass früher schon mehr als 50% derjenigen, die ein Internet aktuell heute haben, nicht zufrieden mit dem Internet sind. Ja, das ist schon eine sehr hohe Nummer. Das hat uns früher auch gar nicht überrascht. Wenn ich heute auch mit ganz vielen Unternehmen spreche, ist es heute immer noch so gefühlt. Die kommen von einem relativ alten System und schauen halt, okay, eigentlich passt das nicht mehr zu uns heute. Und wenn man halt mal eine Ebene runtergeht und schaut, was sind denn eigentlich die Ursachen für diese Unzufriedenheit, sind es oftmals diese Punkte. Und ich habe mal die ersten 5 auch sehr markiert. Erreicht nicht alle Mitarbeiterinnen. Ich dachte eigentlich, gebe ich ehrlich zu, dass das Thema eigentlich gar nicht mehr so aktuell ist,
weil wir schon seit langem darüber sprechen, auch die nicht erreichten Mitarbeiterinnengruppen auch in Zukunft zu erreichen, digitalisieren. Das war auch die Zeit vor 10 Jahren, 5 bis 10 Jahren zum Thema Mitarbeiter-Apps. Ich war letztes Jahr wieder ganz viel auf Konferenzen zum Thema Intranet, Intranet-Reloaded und so weiter. Ich musste wieder wirklich feststellen, viele Unternehmen haben immer noch einen großen Gap, alle Mitarbeiterinnen zu erreichen, vor allem wenn es um Mitarbeiterinnengruppen geht, die in der Produktion, Non-Desk Worker, und dass die oftmals auch gar nicht im Fokus sind der Unternehmen. Das hat mich wirklich nochmal überrascht. Es ist unübersichtlich, es ermöglicht kaum Personalisierung oder nicht das, was wir eigentlich benötigen. Das Thema mobil optimiert und hat kein entsprechendes Design. Und wenn ich heute Gespräche führe, ist das heute immer noch ganz, ganz oft so bei Unternehmen. Und was ich nochmal als Tipp mitgeben möchte beim Thema, wenn man jetzt sich neues Internet anschaut auch oder sich das Thema überlegt, in dieser Studie, die wir gemacht haben, gibt es ja auch die Fragen, die wir gefragt haben. Und das ist einfach oftmals auch eine super Grundlage, wenn man im Prinzip ein neues Internet plant, so eine Nullmessung zu machen, um halt auch zum Beispiel wichtige Stakeholder zu fragen, um eine Online-Umfrage zu machen mit den Mitarbeiterinnen, um halt auch zu gucken, was ist denn eigentlich aktuell die Herausforderung, was sind die Probleme. Da sind die Fragen in dieser Studie drin, die man auch durchaus mal sich angucken kann und auch wieder verwenden kann. So, und jetzt habe ich viel ein bisschen erzählt und jetzt hatten wir einfach mal 2 Fragen mit Christoph mitgebracht. Und die erste Frage ist, wer hat denn aktuell ein Intranet? Gerne einfach mal in den Chat reinschreiben. Ja, ich habe ein Intranet. Nein, ich habe keins. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das als Intranet bezeichnen würde. Und gerne auch die Technologie. Wenn jemand weiß, was ist es denn eigentlich? Ist es ein SharePoint? Ist es ein Confluence? Ist es ein Drupal? Gerne mal reinschreiben. Also viele, die nutzen SharePoint, ja. Man könnte das fast ein Stück weit erweitern und neben dem Intranet irgendeine Art von Kommunikationskanal zu den Mitarbeitern. Ne? Also meist gibt es schon etwas, auch wenn es nur der Aushang ist oder der E-Mail-Verteiler oder eben schon das Intranet im Unternehmen. Spannend. Also viele haben eins. Oh, Drupal. Ich habe früher unglaublich gerne Drupal-Intranet-Projekte gemacht. Ich habe beides gemacht, SharePoint, Drupal, Confluence. Drupal war immer so die tolle Variante auch im Open-Source-Bereich. Also viele haben Intranet. Oft kommt auch das ganze Thema SharePoint, Christoph. Weißt du, siehst du es auch im Chat? Ne? Mhm. Microsoft Teams als Intranet, das ist spannend. Da würde ich mal auch die Erfahrung generell interessieren, wie das so genutzt wird. Also okay, das ist schon mal sehr gut. Die zweite Frage ist, die wir haben, macht mal da hoch, Daumen runter. Wie zufrieden seid ihr denn aktuell mit eurem Intranet? Seid ihr zufrieden? Seid ihr unzufrieden? Habt ihr noch gemixte Gefühle? Und wenn ihr unzufrieden seid, was ist denn bei euch der Hauptgrund, warum ihr nicht zufrieden seid? Also erstmal Daumen hoch, das ist schon mal gut. Mensch, alle zufrieden mit dem Internet, das ist schon mal gut. Da sind dann wahrscheinlich unzufrieden, reichen nicht alle Mitarbeiter. Okay, jetzt kommen die ganzen anderen veraltet. Veraltet ist immer spannend. Das ist so oftmals, wenn ich mit Unternehmen spreche, kommen manchmal so auch so Internets, ja, haben wir vor 10 Jahren ausgerollt. Ich hatte, spannend, Christoph, ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Unternehmen, da habe ich das Intranet auf SharePoint-Basis 2012 eingeführt. Mit dem habe ich heute gesprochen, weil die jetzt gucken müssen, was ist in Zukunft das Thema. Ja, dieser typische Zyklus 5 bis 8 Jahre zum Thema Intranet, ja, das ist dann halt so eine spannende Frage, veraltet. Das ist nicht zielgruppenspezifisch. Ich glaube, also okay. Riesen kommt hier schon raus, ne, dass es manche nicht so optimal finden, wie der Status quo ist. Aus meiner Sicht hängt es auch immer ab davon, von dem Wissen, was gibt es denn Besseres? Also wenn man nicht weiß, wie es noch besser geht, dann ist natürlich schwer zu sagen, ob man jetzt mit dem Status quo zufrieden ist oder nicht. Ne? Es sei denn, es kommen wirklich konkret Probleme irgendwie von den Nutzern auf oder es gibt Feedback. Ne? Aber meistens ist es so, dass man sich anschaut, was gibt es noch und dadurch eben dann auch vergleichen kann, wo stehen wir und was ist der Status quo da draußen im Markt bei den ganzen Herstellern. Richtig. Super. Erstmal vielen Dank für die aktive Teilnahme. Das war für uns schon mal ganz gut. Da haben wir auch einen guten Einblick, wer hört uns denn heute gerade zu. Das ist für uns auch mal ganz interessant. Und gerne weiter so auch interaktiv und Fragen stellen und Meinungen. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz einen Blick nach vorne. Also wir haben gesagt, okay, wichtig ist erstmal zu gucken, wo stehe ich eigentlich, mit was war ich zufrieden oder unzufrieden mit dem Intranet. Um dann auch zu gucken im nächsten Schritt, okay, was erwarte ich denn in Zukunft von einem Intranet, wenn ich ein neues Intranet mir überlegen möchte, ja, sei es Technologie und auch konzeptionell. Ich zähle jetzt nicht alle Punkte auf, da gibt es relativ viele. Ich habe mich auf 7 wesentliche konzentriert. Der erste Punkt ist natürlich, wie gesagt, nie wieder Mitarbeiterinnen ausschließen. Ich hätte es früher gar nicht mal auf Nummer 1 gesetzt. Aus den Gesprächen, die ich letztes Jahr geführt habe, auf vielen Konferenzen, muss ich leider immer noch auf Nummer 1 setzen, weil es ist immer noch der Fall, dass viele Mitarbeiterinnengruppen aktuell nicht erreicht werden. Ja? Und das muss man auf jeden Fall schließen. Und ich würde sagen, wenn man heute nicht alle erreicht, dann muss man dort agieren und aktiv sein. Das zweite Thema ist eigentlich persönlich werden. Das geht genau in diese Personalisierungsthematik. Das heißt, man möchte natürlich zielgruppenspezifische Inhalte ausspielen. Das ist total wichtig. Diese Idee, und ich war ja früher auch jemand, der das gebaut hat vor 10 bis 15 Jahren,
ich mache hier, ging ja los mit Google, ich mache hier mein eigenes Dashboard, ich personalisiere mir das alles irgendwie automatisiert. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen möchte eigentlich out of the box, wenn sie das Internet öffnen, dass es schon erstmal personalisiert, so möglich, so weit wie möglich personalisiert ist für sich, ja, basiert auf seinen Attributen. Und deswegen muss man halt auf jeden Fall persönlich werden, man muss personalisiert werden. Das dritte Thema ist Spezialisierung und Fokussierung. Was meinen wir damit? Oftmals war so ein bisschen das ganze Thema, wir machen hier ein großes Internetportal mit ganz, ganz vielen verschiedenen Stakeholdern, mit ganz, ganz verschiedenen Use Cases. Und ich glaube, was wir gerade schon sehen in den letzten 3 bis 5 Jahren, ist das Thema Spezialisierung. Auch sehr stark durch Microsoft getrieben, durch Teams, was eigentlich Dreh- und Angelpunkt ist für die gesamten Kollaborationen und operative Tätigkeiten. Und das sagt man einfach, guckt, okay, worauf fokussieren wir uns eigentlich in Zukunft? Worauf kommt es an? Kommunikation, Information für alle Mitarbeiterinnen. Für wen ist denn das Wiki-System relevant und so weiter und so weiter. Das heißt, es geht ganz klar in die Richtung Spezialisierung und Fokussierung. Service-Integration, ja, das ist auch wichtig, um Anreize zu schaffen, gerade bei den Non-Desk-Workern, Blue-Collar-Worker, wie man sie, Non-Desk-Worker etc., wie man sie bezeichnet, einfach zu sagen, okay, in der Produktion, welchen Mehrwert haben die denn alle auch reinzugehen neben der Kommunikation? Das können natürlich Services sein. Wichtig ist es da immer aus der Erfahrung, es muss nicht jeder Service rein. Also wenn es Services gibt, die eigentlich nur alle paar Jahre von Mitarbeiterinnen abgerufen werden, muss ich die nicht im ersten Schritt integrieren. Wenn es halt Sachen sind, die täglich oder wöchentlich oder sehr oft gemacht werden, dann sollte man drüber nachdenken, die natürlich dann auch zu integrieren, um halt mehr Relevanz zu erzeugen in einem Intranet. Für mich einer der wichtigsten Themen ist mehr Engagement durch Einfachheit. Warum ist es so wichtig? Und das ist, hat die Erfahrung gezeigt der letzten Jahre auch mit Mitarbeiter-Apps, was ist da passiert? Man ist wieder sehr zurückgefahren auf Einfachheit, weil man kann ja nicht komplexe Inhalte in einer mobilen darstellen. Wenn man das macht, dann wird die mobile App nicht genutzt. Deswegen musste man neu denken, musste Inhalte neu definieren, hat dadurch viel mehr Einfachheit gehabt. Und was man dort festgestellt hat in den letzten Jahren ist, dass durch diese Einfachheit auch viel mehr Engagement mit den Inhalten ist. Also sei es jetzt Reaktion, Dialog, Kommentare, Reactions. Da hat man einfach gemerkt, dass das halt fördernd ist, wenn es halt sehr einfach ist. Man muss es messen können. Also das ist schon ein großes Thema auch für die Kommunikation und für die Plattform als solches. Wie wird die Plattform eigentlich genutzt? Ja? Wie kommen unsere Inhalte denn eigentlich an? Wie werden die Inhalte konsumiert? Das muss man messen können. Weil wenn man es nicht messen kann, kann man eigentlich gar nicht den Mehrwert seiner Arbeit auch zum Beispiel dem Management zeigen. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Und Christoph, wir hatten vorher noch diskutiert, welcher Punkt fehlt hier? Hat jemand eine Idee, welcher der 7. Punkt sein kann, den ich vielleicht heute noch erwähnen möchte? Einfach mal raten. Bin ich mal gespannt. Irgendjemand eine Idee? Sonst löse ich es gleich auf. Ich gebe noch 5 Sekunden, ob sich jemand traut zu raten, was denn mein 7. Punkt ist. 4. Okay. Gut, ich löse es mal auf. Es ist KI. Also ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum, Christoph. KI ist in aller Munde. Es wird uns unser Arbeitsalltag gerade als Office Worker ändern in Bezug auf Effizienz etc. Also ich bin ein großer Fan von Copilot. Das wird unsere tägliche Arbeit, wenn wir Präsentationen machen, Protokolle schreiben, um einiges erleichtern. Es wird einen großen Impact haben auf Wissensmanagement und Suche. Ich bin mal gespannt, was da alles passiert. Aber man muss es halt auch sinnvoll einsetzen. Also man sollte es nicht einfach ungeplant einfach verwenden. Gerade wenn man im Prinzip Kommunikation denkt, strategische Kommunikation, Unternehmenskommunikation, da muss man halt auch da sinnvoll drüber nachdenken, wo macht das Sinn, wo ist es gegebenenfalls auch eine Gefahr. Und das sind die 7 Punkte, wo ich sagen würde, okay, da muss man gucken, was ist denn eigentlich mein Ziel mit dem neuen Intranet? Sind das diese 7 Punkte? Sind das 3 Punkte? Ist das noch ein Punkt 8 oder 9? Das muss man sich für sich überlegen, um zu gucken, okay, was ist eigentlich das, worauf ich denn hinaus arbeite in den nächsten Jahren? Und jetzt kann man sagen, okay, ich lasse einfach das Intranet so, wie es ist. Hat die letzten 5 Jahre funktioniert. Oder, das fand ich sehr interessant, von Philipp Müller und Thomas Lüdegede, die haben ja letztes Jahr im Prinzip die 5 Thesen zum PR-Arbeitsmarkt gebracht. Und die haben gesagt, ein Thema wird sein, wir werden viel mehr Macherinnen-Persönlichkeiten haben, auch in der Kommunikation. Und deswegen kann ich hier nur im Prinzip hier anregen, macht, inspiriert uns, inspiriert eure Führungskräfte, inspiriert euren CEO und versucht halt ein neues Internet zu entwickeln, neu zu denken. Und wie man jetzt das eigentlich macht, Christoph, ich bin mal gespannt, weil du hast natürlich unglaublich viel Praxiserfahrung, wie man so einen Prozess gestaltet. Weil ich persönlich glaube, oftmals scheitert es allein schon in diesem Entscheidungsprozess und eigentlich ist es dann schade, weil dann kommt es gar nicht zum Projekt.
Was sind deine Faktoren? Was ist denn die Erfahrung, die du glaubst, die ausmachen, dass du im Prinzip richtig ein Konzept finden kann? Und ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, ich beende es mal, um das dann mit dir zu teilen, dass du teilen kannst. Sag mir Bescheid, ob es klappt. Genau, ich würde jetzt einfach switchen zu meiner Präsentation. Genau. Und danke erstmal natürlich für den Einstieg in das Thema. Und grundsätzlich ist es natürlich so, wenn das, was du gerade gesagt hast, an Themen schon da ist, schon diskutiert wird, dann ist das schon mal eine Grundlage dafür, irgendwie so eine Entscheidung auf den Weg zu bringen. Und meine Rolle in den Unternehmen, in der Beratung ist, dabei zu begleiten, solche Entscheidungsprozesse zu gestalten. Das ist ja nicht so, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, vielleicht in kleineren Unternehmen, aber in größeren ist es häufig, dass dann mehr Personen daran beteiligt sind und dass es doch irgendwie einen mehr formalen, strukturierten Prozess auch gibt, um wirklich so eine Entscheidungsfindung herbeizuführen, weil da hängt ja doch einiges dran. So ein Migrationsprojekt, da muss es ein Budget geben, da sind Ressourcen gebunden und so weiter. Und ich möchte heute mal zeigen, wie dieser Weg aussieht von, ihr habt da eine Idee, da könnte es was Neues geben, was Besseres geben. Ihr wollt bestimmte Probleme auch im Unternehmen lösen. Hinzu, ich treffe wirklich die Entscheidung und kann dann auch erfolgreich in ein Umsetzungsprojekt gehen. Ich mache das nicht nur bezogen auf Intranet-Themen, sondern allgemein für Digitalisierungsthemen, wenn es um Technologie geht. Da gibt es ganz viel Bedarf im mittelständischen und großen Unternehmen. Und das ist hauptsächlich mein Fokus. Genau. Und ich möchte heute mal die Kriterien, die Faktoren zeigen, die zu einer erfolgreichen Entscheidungsfindung beitragen können. Oder die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall erhöhen, dass es zu einer erfolgreichen Entscheidungsfindung auch kommt. Genau. Genau. Am Ende natürlich ist klar, ihr, sie wollen irgendwie eine Entscheidung treffen durch den Entscheidungsträger, dem es im Unternehmen gibt, die Geschäftsführung, das Management, den Steuerkreis, wer auch immer, ist es klar. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt man dahin zu dieser Entscheidung? Und aus meiner Sicht, und das ist auch ganz klar meine Erfahrung, ist natürlich der Weg das Ziel. Das heißt, die Schritte, die ich unternehme, von der Ideefindung über die ganzen Steps, die ich gleich zeigen werde, hin zur Entscheidungsfindung, ist eigentlich das Entscheidende. Weil es könnte auf der anderen Seite ja so einfach sein, ne? Also gerade mal bezogen auf das Thema Intranet. Sven hatte das jetzt gerade angesprochen. Dafür gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Studien und Reports von den bekannten Unternehmen. Es könnte so einfach sein, man schaut da rein, nimmt sich die vor oder das Tool, was ganz oben rechts steht oder die beste Bewertung hat und zack, hat man die Entscheidung getroffen und sagt, wir nutzen jetzt dieses Intranet. Doch so einfach ist es natürlich leider nicht in den Unternehmen, weil erstens natürlich diese Reports sehr verallgemeinert sind auf viele verschiedene Anforderungen und Use Cases und Ausrichtungen, wie man so ein System einsetzen kann und nicht zu dem passen, was man in den Unternehmen vorfindet. Deswegen ist es schon die Empfehlung, sich die Mühe zu machen, mal ein bisschen tiefer reinzuschauen und diesen Weg im Unternehmen auch zu gehen, weil der, wie gesagt, auch dazu beiträgt, dass man zu dieser Entscheidung am Ende kommt. Genau. Ich habe jetzt auch nochmal aufgegriffen, wie das beginnen kann. Ne? Also am Anfang steht aus meiner Sicht die Idee und der erste Punkt trifft genau das, was der Sven gesagt hat. Die Unzufriedenheit mit dem Status quo, habe ich es mal genannt. Und da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Das kann aus intern kommen, dass man wirklich mit dem System unzufrieden ist. Das kann ein Vergleich sein, ein Impuls von außen, der dazu beiträgt, darüber nachzudenken, ob es nicht was Besseres gibt im Unternehmen. Das können aber auch andere Gründe sein. Ne? Das kann auch ganz klar sein, die Geschäftsführung sagt, hier, wir brauchen mal ein Tool, damit ich mal jeden im Unternehmen erreichen kann. Ganz einfach. Das soll nicht so kompliziert sein. Ich will hier nicht lange irgendwie einen Artikel erstellen und das Ganze irgendwie komplex haben oder das muss jemand für mich machen, sondern ich möchte als CEO selber zu meinen Mitarbeitern sprechen und schnell eine Nachricht absetzen. Na, das habe ich auch schon häufig erlebt, dass das häufig ein Trigger ist, um in so einen Prozess reinzusteigen. Dann natürlich die Ziele des Unternehmens. Die verändern sich. Es gibt eine neue Strategie. Es gibt Wachstum, Expansion. Es wird investiert. Man will international aktiv werden, man will vielleicht auch mehr Gemeinschaft schaffen im Unternehmen und wenn man viele Standorte und Lokationen hat, dann fällt das natürlich nicht so einfach. Das heißt, das könnte ein Trigger sein oder jetzt auch vor kurzem erst wieder einen Fall gehabt, wo einfach die Lizenzlaufzeit ausläuft, wo man quasi das als Anlass nimmt, mal zu gucken, bleiben wir dabei oder entscheiden wir uns nicht natürlich mit einem gewissen Vorlauf für eine neue Technologie und führen diese ein. Der Sven hat ja jetzt schon gefragt, was so Gründe sind. Wer möchte, kann auch gerne nochmal hier Bezug nehmen zu diesen Gründen oder vielleicht auch nochmal weitere Gründe teilen. Aber das ist der Anfang aus meiner Sicht. Damit fängt es an mit dieser Idee. Das kann jemand aus der, jetzt bezogen auf Intranet sein, aus der Kommunikation, das kann jemand aus der IT sein, der diese Idee hat. Dazu gehört natürlich ein gewisser Mut, irgendwie mit dieser Idee herauszukommen und diese zu formulieren und andere mit zu involvieren in diesen Prozess.
weil man sich natürlich da so ein bisschen aus der Komfortzone rausbegibt und vielleicht sich Arbeit reinholt, ne, die man vielleicht nicht möchte. Der bequemere Weg wäre auch zu sagen, ich bleibe bei dem, was ich habe, und mache mir nicht die Mühe, jetzt quasi in so eine Tool-Evaluierung, in so einen Entscheidungsprozess zu gehen und diese ganzen Diskussionen intern zu führen. Dazu komme ich dann nachher auch nochmal. Das ist ja was super Spannendes, glaube ich, bei diesen mit der Geschäftsführung, glaube ich, und von außen. Was ich auch oft erlebe, ist manchmal, wenn Unternehmen größere Transformation, Change-Management-Prozesse haben. Ich habe selber mal eine größere Plattform eingeführt, Kommunikations-App, wo es darum ging, größere Organisationsänderungen des Unternehmens, Einheiten werden zusammengeführt, M&As, Unternehmen werden gekauft. Das kann ja natürlich auch ganz oft eine Auslöser sein. Das ist öfters, als man denkt, wo man sagt, okay, das könnte auch im Prinzip im Auftrag der Geschäftsführung mit Zielen des Unternehmens verknüpft werden. Das habe ich auch ganz oft erlebt. Man so als Idee, gerade so bei solchen Themen ist es immer super spannend, dann halt auch natürlich, dann hat man besonders einen Kommunikationsbedarf. Ja. Genau. Also die Liste lässt sich mit Sicherheit noch erweitern. Gibt vielfältige Gründe. Genau. Wenn man dann diesen Schritt gemacht hat, diese Idee ist gefunden und irgendwie kommt jemand darauf, ja, hier könnte es was Neues geben, wir sollten uns mal auf die Suche machen oder sollten das mal evaluieren für uns, ist aus meiner Sicht der erste entscheidende Schritt dieses Discovery. Also ich nenne das bewusst Discovery, weil es wirklich darum geht, das zu erforschen, zu schauen, wie ist die Sichtweise dazu im Unternehmen. Dazu muss man natürlich seine Kunden beziehungsweise seine Zielgruppe kennen. Also wen betrifft das denn eigentlich? Ne? Das ist unheimlich vielfältig. Das sind die Endanwender. Das sind aber auch Redakteure, Editoren, wenn es jetzt in Bezug auf das Internet geht. Das geht, sind die Verantwortlichen im Unternehmen für die Kommunikation oder das Informationsmanagement. Das können Leute aus der IT sein. Also ganz genau erstmal zu schauen, wer sind die Kunden im Unternehmen? Man kennt die natürlich, aber man muss auch mit denen in Kontakt kommen, um dann eben deren Zielstellung, deren Erwartungen, Bedarfe herauszufinden oder ob es konkrete Probleme und Schmerzen auch gibt. Das Thema Pains und Gains, wenn man so eine Value Proposition Canvas macht, das herauszufinden, das wirklich tiefgründig zu discovern, um eben diese Idee zu unterfüttern mit Argumenten und vielleicht auch Mitstreiter zu finden, die dabei unterstützen und helfen, sich auf diesen Weg der Entscheidungsfindung und der Evaluierung zu machen. Und was dann noch ein Punkt ist, ist natürlich das Thema Dringlichkeit. Gibt es also klassisch gesagt auch so einen Kittel-Brenn-Faktor? Ist es jetzt wirklich dringend, dass wir das Thema angehen? Muss das jetzt sein oder wollen wir das auch später machen? Also das Thema Dringlichkeit und wie groß ist der Schmerz eigentlich, ist ganz, ganz wichtig auch herauszufinden. Weil ohne diese Discovery wird es nicht funktionieren. Was da auch noch mit reinspielt in diese Discovery ist das Thema Strategie, also erstmal das Thema Digital Workplace oder Comms-Strategie. Das sollte man natürlich auch kennen, weil das spielt ja ganz klar auf die Ziele des Unternehmens oder auf einer Abteilung oder auch auf die persönlichen Ziele, entweder des CEOs, des Managements oder des Comms-Verantwortlichen rein. Na, wenn ich weiß, wo soll ich das hinbewegen und dann auch im Abgleich, kann ich das mit dem Status Quo erfüllen oder brauchst du was Neues? Genau. Also das ist so der zweite Schritt dann nach der Ideefindung, Discovery. Dann ist das wirklich wichtig. Aus meiner Sicht die entscheidende Frage. Ich mache das ja nicht zum Selbstzweck oder nur, weil jemand sagt, ich habe Bock auf coole neue Tools und coole Funktionalitäten oder weil da drüben alle, da draußen alle rufen nach KI. Deswegen müssen wir das jetzt auch machen. Sondern es gibt aus meiner Sicht zwei entscheidende Fragen, ob das wirklich wichtig ist. Die haben natürlich einen strategischen Bezug. Die erste wäre, wie gut bringt Sie oder mich der Status quo bei der Erreichung der Unternehmensziele voran? Also wie zahlt das Thema neue Technologie, Evaluierung und das, was ich dort nutze, auf das ein, was ich als Unternehmen erreichen möchte? Der Status quo. Machen viele nicht wirklich mal diesen Status quo zu hinterfragen, sondern sagen, okay, wir haben unseren Status quo, der funktioniert soweit, scheint ja nicht so schlecht zu sein. Aber eigentlich die Frage sich zu stellen, zahlt das jetzt wirklich auf die neuen Unternehmensziele in der Strategie ein oder nicht? Und dann natürlich die zweite Frage, welchen Einfluss hätte jetzt eine neue Technologie auf die Unternehmensziele? Weil nachher werden wir das auch nochmal sehen, in der Entscheidungsfindung kommt es natürlich darauf an, den Entscheidern klarzumachen, welchen Beitrag, welchen Impact eine neue Technologie und quasi den ganzen Aufwand, den ich dafür betreibe, auf die Erreichung der Unternehmensziele hat, ne? Und ob es mich dann auch wirklich voranbringt, weil man es ja, wie gesagt, nicht zum Selbstzweck macht. Also diese zwei Fragen, da geht es um das strategische Narrativ natürlich, was dahinter steht, die Geschichte, die ich erzählen möchte auch, ne? Daran kann ich das knüpfen und die sollte man sich auf jeden Fall stellen, weil wenn das nicht wichtig ist, dann muss ich es und werde ich es auch nicht machen und dann werde ich wahrscheinlich auch Probleme haben, das in dem Entscheidungskreis auch durchzubringen. Genau. Dann natürlich das, was jetzt wahrscheinlich alle auch kennen oder was auch klar ist, das Thema Evaluierung. Also das ist ein Teil aus meiner Sicht, der natürlich zum Prozess essentiell dazugehört.
Aber es ist natürlich nicht alles so. Und deswegen aber hier der Bezug erstmal auf diese Evaluierung, klassische Tool-Evaluierung mit, ich habe Anforderungen, ich definiere die Anforderungen, ich priorisiere die und mache dann natürlich eine entsprechende Bewertung. Erstens ist es wichtig, dass das eine quantitative Betrachtung ist. Das heißt, ich werte Zahlen aus. Ne? Ich habe einen Anforderungskatalog und dann bewerte ich und dann kann ich das irgendwie rein rechnerisch ermitteln. Und dass es ein ganz strukturiertes Vorgehen ist. Ne? Also es ist ganz formal und am Ende habe ich ein klares Ergebnis. Wir kommen gleich noch zu einem weiteren Punkt, wo es eher um die qualitative Bewertung geht. Aber erstmal ist das der erste entscheidende Punkt. Hier ist es auf jeden Fall auch wichtig zu entscheiden, welche Tools nehme ich dann überhaupt mit rein in diese Evaluierung. Wenn man sich da draußen umschaut und man holt sich die Reports von Gartner, Clearbox und so weiter, dann gibt es eine Unmenge von Tools da draußen, die für mein Problem, mein Thema, was ich da habe, passen könnten. So, ich muss natürlich erstmal rausfinden und da arbeite ich erstmal mit einer Longlist, also mit, ich sag mal, vielleicht maximal 10, 12 Tools, die ich mir anschauen möchte, um irgendwie zu entscheiden, welche dieser Tools kommen dann später mal auf eine Shortlist. Da ist es ganz wichtig, zum einen diese Use Cases zu kennen und ich gehe jetzt mal weg von Anforderungen, also Features und Functions hin zu Use Cases. Das heißt, welche Anwendungsfälle, welche Use Cases im Unternehmen möchte ich zukünftig mit der neuen Technologie abdecken? Und das ist wirklich eine Herausforderung, dass viele gar nicht so in diesen Use Case Gedanken sind, wenn sie darüber reden, welche Technologie könnte passen. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Also was möchte ich hier machen? Möchte ich Informationen bereitstellen? Möchte ich Top-Down-Kommunikation machen? Möchte ich eher das Thema so Community Austausch, Vernetzung machen im Unternehmen und so weiter. Also diese Use Cases müssen klar sein, um dann nämlich auch zu schauen, welche Technologie da draußen könnte mit dem Ansatz, die diese Technologie und der Anbieter mitbringen, auf meine Use Cases passen. Und dann kommt man zu der Shortlist, die man dann auch wirklich in die Evaluierung bringt, in die Bewertung, um daraus ein Ergebnis zu ermitteln. Das Ganze ist auch unheimlich wichtig, um später die Transparenz zu bieten. Also wenn ich dann in eine Entscheidung gehe und das auch vorstelle, dann kann man sich immer die Frage stellen, wie seid ihr denn dazu gekommen? So, ne? Also es könnte jetzt irgendwie jemand persönlich irgendwie die Meinung haben, ich bringe dieses Tool als Empfehlung in den Entscheidungsprozess und dann war es das. Aber hier mit diesem strukturierten Vorgehen habe ich die Möglichkeit, das wirklich auch belastbar zu machen quasi das Ganze auch zu begründen, warum sind wir zu dieser Empfehlung gekommen. Ne? Und das ist ein ganz strukturiertes Vorgehen. Was auch wichtig ist noch, neben den Use Cases, also die Use Cases muss man für sich ausarbeiten und das ist auch der entscheidende Unterschied und da geht es auch in die Unternehmensspezifika. Das heißt, die Berichte, die da draußen verfügbar sind, Clearbox zum Beispiel, ist erstmal allgemein. Ich muss es auf mein Unternehmen münzen und ich muss für mein Unternehmen entscheiden und priorisieren, was ist für mich eigentlich wichtig und was möchte ich bewerten, um daraus auch ein valides Ergebnis zu bekommen. Genau. Genau. Eine Frage mal, Christoph, das ist, glaube ich, auch super spannend, weil ich glaube, das ist genau auch wichtig, weil deswegen können ja solche Reports vor allem Impulse geben. Früher hatte ich auch mal Evaluierung gemacht und ich glaube, bei der Longlist fällt dann auch schnell vieles raus, wenn es so um relativ krass größere Rahmenbedingungen auch gibt für so ein Unternehmen. Aber eine Shortlist, wenn man sagt, man geht da tiefer rein in so eine Shortlist, wie viel Software hat man denn normalerweise in so einer Shortlist dann? Das sind ja nicht mehr 10 oder 11, wie du es gerade gesagt hast, in der Longlist, sondern wie viel sind denn in der Shortlist zum Beispiel aus der Erfahrung, die du hast? Also meist hat man immer die aktuelle Technologie mit in der Bewertung, weil man das auch dagegen vergleichen möchte. Häufig kommt dann das Thema Microsoft mit dazu, weil das allgemein überall auch vorhanden ist. Und dann sind es meistens 2 bis maximal noch 3 Technologien, die man noch dazu nimmt, ne, die man sich näher anschauen möchte. Hängt auch damit zusammen einfach um das ist ja ein Aufwand, der dahinter steht, wenn ich mir die Tools intensiver anschaue. Ich mache Produktdemos mit den Herstellern, ich habe Anforderungskataloge, die ich auswerten muss. Ich muss im nächsten Schritt auch eine Pilotierung vielleicht machen, eine Testphase. Und es steckt ein Aufwand hinter. Da sollte ich mir schon ziemlich sicher sein, welche Tools schaue ich mir so detailliert auch an, weil das auch Ressourcen natürlich im Unternehmen bindet. Ich muss die ja auch mit involvieren, die Person. Also 2 bis 3 dazu nehmen, würde ich sagen, und dann ist okay. Und den Status quo natürlich auch vergleichen, um dann eine gewisse Argumentation zu haben. Okay, dann der nächste Schritt, das ist das Thema subjektive oder auch qualitative Bewertung, das heißt durch Personen, durch Nutzer, durch persönliche Eindrücke, durch Meinungen und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Etwas zu entscheiden im stillen Kämmerlein aufgrund einer quantitativen Bewertung mit einer Evaluationsmatrix ist das eine, aber auf der anderen Seite auch mal die Fragen, die es dann später betrifft, also die Key-User, die man im Unternehmen hat. Das können Redakteure, Editoren sein, wenn es ums Internet geht, das können die Nutzer sein, einen ausgewählten Kreis zu haben, dem man auch die Möglichkeit gibt, vielleicht in 2, 3 Wochen Zeitraum sich das Tool, die verschiedenen Tools anzuschauen, deswegen auch wieder weniger, eher 2,
als mehr. Und dazu auch qualitatives Feedback zu geben. Und da geht es natürlich auch um eine subjektive Einschätzung, um Meinung, um Emotionen, aber das spielt auch mit rein. Wenn ich ein tolles Ergebnis habe und sage, die Technologie passt sicher aufgrund meiner Bewertung, aber auf der anderen Seite dann die Nutzer habe, die sich da sträuben und sagen, damit komme ich überhaupt nicht klar, wie soll denn das funktionieren? Wohl wissend, dass es manchmal auch eine gewisse Einführung und ein Onboarding noch braucht. Aber wenn ich da schon merke, da stimmt was nicht, irgendwie passt das nicht zu uns, zu unserer Kultur, dann sollte ich das auf jeden Fall mit berücksichtigen und nochmal überlegen, in welche Richtung technologisch es gehen soll zukünftig. Ganz wichtig. Dann, eine Frage zu. Achso. Was mal spannend wäre für mich, Christoph, ist, wir haben, wenn ich oft mit Unternehmen spreche, ist immer so eine Unterscheidung zwischen, ich sage jetzt mal POC, Proof of Concept und Piloten. Und oftmals ist es so, Proof of Concept ist ja sehr auch oftmals IT getrieben, ja, da geht es um eine technische Machbarkeit und um ein Gefühl für ein System zu bekommen, also auch mit, von den Funktionalitäten, auch mit Key-Usern. Und wenn wir aber einen echten Piloten machen, dann ist es halt echt so mit einer echten Zielgruppe, mit einer echten finalen Zielgruppe. Das kann man aber auch, glaube ich, nicht einfach mal so in ein, zwei Monaten machen, das muss man ja richtig vorbereiten. Ich glaube, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass diese Unterscheidung zwischen einem Proof of Concept und einem Piloten wirklich wichtig ist. Siehst du das auch so? Auf jeden Fall, na klar. Das kann auch zweistufig natürlich sein, wenn man sagt, man macht Minimum mal ein Proof of Concept, um eine Sandbox zu haben, mit der man auch gewisse Dinge und festgelegte Use Cases ausprobieren kann. Wenn man die Zeit hat und die Möglichkeiten hat, einen Piloten zu machen und man das auch wirklich als wichtig erachtet, dann kann man das natürlich auch zusätzlich noch tun. Ne? Das ist einfach ein Zeitthema und ein Ressourcenthema. Okay. Also, Okay, jetzt haben wir das Thema, wir haben uns Tools angeschaut, wir haben sich strategischen Bezug hergestellt, wir haben eine Bewertung gemacht, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Das nächste oder eigentlich auch parallel schon immer laufend ist das Thema der Einbeziehung und der Moderation. Ganz, ganz häufig ist genau das eine der Hauptaufgaben. Ich habe ganz viele verschiedene Stakeholder im Unternehmen und Player, die da irgendwie, die das tangieren könnte, die da mitreden wollen, müssen und so weiter. Und das ist auch häufig eine meiner Aufgaben in den Unternehmen, dann mit diesen verschiedenen Playern zu sprechen und als neutrale Person auch diese Moderation zu machen zwischen den verschiedenen Erwartungen, Meinungen, Sichtweisen. Weil da kommt es auch durchaus mal zu Konflikten und zu kritischen Gesprächen und Diskussionen natürlich. Und um da so ein bisschen den Druck auch rauszunehmen, kann das meine Aufgabe, das ist häufig auch meine Aufgabe oder jemand im Unternehmen, der das dann übernimmt, diese Moderation durchzuführen. Und wenn man sich mal hier anschaut, das ist mal exemplarisch dafür, welche verschiedenen Player es gibt. Man hat natürlich das Thema IT, Security, die mit einbezogen werden müssen und auch immer mit dabei sind. Man hat den Betriebsrat, man hat die Standorte, die Geschäftsführung, die natürlich auch fragt, was bringt uns das Ganze? Und das muss begleiten zu diesem gesamten Evaluierungsprozess und je früher, desto besser stattfinden. Weil wenn irgendwer am Ende eine Entscheidung vorgelegt bekommt und sagt, friss oder stirb, das ist jetzt unsere Entscheidung, das machen wir jetzt so, dann wird es auf jeden Fall zu Unmut kommen und zu Frustration. Deswegen auch der Appell hier, die Leute mit zu involvieren und zu hören und zu verstehen, was sind deren Bedenken, was sind deren Meinungen und das auch mit einfließen zu lassen und nicht zu ignorieren, natürlich. Genau. Gerne mal hier die Runde auch. Wer hat denn diese Erfahrung gemacht, solche Stakeholder mit einzubeziehen in so einen Entscheidungsprozess? Und aus eurer Erfahrung, vielleicht könnt ihr es gerne mal im Chat teilen, habt ihr es gemacht, habt ihr es nicht gemacht? Und vor allem, wenn ihr es gemacht habt, welche Stakeholder, welche Zielgruppe war da am wichtigsten aus eurer Erfahrung, die dort auf jeden Fall auch dazu beigetragen hat, im Prinzip auch erfolgreich das auch Richtung Management zu pitchen? Das wäre mal interessant, wenn ihr da eure Erfahrungen mal im Chat teilt. Können wir gerne mal reinschreiben. Das wäre mal spannend zu sehen. Ich denke auch, das ist super wichtig, weil im Prinzip eine Internetentscheidung trifft man ja nicht einfach in einem kleinen Kämmerchen, sondern es hat ja meistens unternehmensweiten Input, ja. Und deswegen ist es halt auch ganz wichtig aus meiner Erfahrung halt auch, Christoph, einfach wirklich die Stakeholder mit reinzuholen. Hier bringt jemand IT und Personalabteilung. Oh ja, das sind auf jeden Fall die, die ich auch als sehr, sehr wichtig entscheide, finde. Vor allem IT halt auch, weil die natürlich auch verantwortlich sind für die digitale Heimat in einem Unternehmen. Und dann natürlich HR vor allem eine wichtige Zielgruppe ist, weil die meisten Inhalte halt auch haben und auch den größten Kommunikationsbedarf an die Mitarbeiterinnen. Ja, super. Wir definieren dieses Default gerade.
Schwierigkeit. Ah ja, die Schwierigkeit ist, länderübergreifend sehen, verschiedene Länder, verschiedene Regeln. Das stimmt. Ja, ich hatte zum Beispiel auch mal aus Erfahrung so eine Konversation mit einem größeren Unternehmen mit 80.000 Mitarbeitern. Und da war es halt wirklich so, dann habe ich die Unternehmenskommunikation gefragt, habt ihr da ein Problem mit Mehrsprachigkeit? Und die sagen, nee, wir haben uns unter Deutsch und Englisch. Und dann haben sich sofort die lokalen Einheiten gemeldet. Ja, doch, doch, wir haben ein Problem. Also wir Ja. haben Mitarbeiterinnen in verschiedenen Sprachen und wir brauchen eigentlich sowas mit Mehrsprachigkeit von Realität. Da hat man auch ganz schnell gemerkt in der Konversation, Christoph, ja, dass auch manchmal das Headquarter auch oftmals weit weg ist von den lokalen Einheiten, Divisionen und vor allem Ländern, auch kulturelle Aspekte. Ne? Das ist spannend. Hier kam gerade auch die Frage, wie man verhindert, dass es unrealistische Erwartungen und Anforderungen dieser Zielgruppen gibt. Aus meiner Sicht ganz klar immer die Verknüpfung zu der Zielstellung und zu der Ausrichtung des Systems. Tendenz ist ja bei der IT oder bei bestimmten Verantwortlichen, das Ganze aufzublähen, zu sagen, wir brauchen das noch, wir brauchen noch und das noch und brauchen das noch. Und das kann man immer kritisch hinterfragen. Zum einen hilft uns das dabei, unsere Ziele zu erreichen. Ist das jetzt wirklich wichtig für unseren Auftrag, den wir zu erfüllen haben, und für unsere übergreifende Strategie, für die Kommunikation zum Beispiel? Oder blähen wir das Ganze damit eigentlich nur auf? So, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und da lieber den Fokus zu behalten, ne? Weil die eierlegende Wollmilchsau wird man nicht finden am Markt. Und man muss immer gucken, ob das zielführend bleibt oder ob man sich damit verzettelt. So Dinge hat man früher häufig gemacht, dass man Internetportale gebaut hat, Individualentwicklung, wo alles integriert sein musste und so weiter. Und da gibt es wesentlich elegantere Wege heutzutage, die genau das auch erbringen, was erforderlich ist, gewünscht ist. Und darauf sollte man immer den Fokus haben. Nein, das muss man moderieren, das Ganze. Das ist nicht ein Selbstläufer so, sondern das muss man tatsächlich moderieren, mit den Leuten reden. Super. Danke auf jeden Fall für die ganzen tollen Inputs. Hier ist, glaube ich, ist auch für alle anderen hilfreich hier. Eure Erfahrung, erstmal vielen Danke dafür. Ne? Ja. Also, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Jetzt kommt das Entscheidende, Christoph. Genau, jetzt kommt das Wie pitche Entscheidende. ich Am es denn Ende eigentlich? Ja? muss das Ganze auch noch gepitcht werden. Das heißt, das Finale ist der Schritt, wo man die Entscheidung und die Empfehlung vorstellt, oder die Entscheidung bekommen möchte dann durch den Entscheiderkreis. Ob das jetzt die Geschäftsführung ist, ob das ein Steuerkreis ist, ob das ein zusammengesetztes Board ist zwischen IT, Kommunikation, HR, wie auch immer. Aber hier kommt es aus meiner Sicht darauf an, dass man all das, was man im Vorhinein erarbeitet hat, in diese Entscheidungsvorlage bringt und die auch solide und sicher vorstellen kann. Und ich habe hier mal aufgeführt, was aus meiner Sicht dazugehört, in so eine Entscheidungsvorlage. Und das fängt natürlich an mit dem Status quo, mit dem Handlungsbedarf. Wo gibt es ein Problem? Warum müssen wir hier aktiv werden? Dann, wie könnte ein Zielzustand aussehen? Welche Geschichte, welche strategische Geschichte, welches Narrativ erzähle ich dazu? Warum wir uns auf diesen Weg machen müssen und diese Entscheidung jetzt treffen müssen? Welchen Einfluss hat das Ganze auf mein Geschäft, auf meine Prozesse, auf meine Organisation, ne? Vielleicht auch Mitarbeiterzufriedenheit, oder Effizienzsteigerung, Kostensenkung und so weiter. Dann auch ein wichtiger Punkt. Was würde passieren, wenn wir das nicht angehen? Ne? Das sich auch mal zu hinterfragen. Okay, wir bleiben bei dem Status quo. Würden daraus irgendwelche negativen Folgen entstehen fürs Unternehmen oder für jemanden persönlich? Dann natürlich die Lösung und die Alternativen, die es gibt, mit einer klaren Empfehlung auf Basis der Evaluierung und des Feedbacks aus der Pilotierung oder aus dem POC. Und dann natürlich auch wichtig für die Entscheider, was kostet das Ganze über einen gewissen Zeitraum, Total Cost of Ownership, meist so 3 bis 5 Jahre, Lizenzkosten, Migrationskosten, Einführungskosten und so weiter. Und auf der anderen Seite, wenn man in der Lage ist, natürlich auch einen Business Case zu rechnen und einen Return on Invest. Also was bringt mir das Ganze? Ne? Das können weichere Faktoren sein, wie Zufriedenheit, Qualität und so weiter. Das können aber auch manchmal ganz klassische Hard Facts sein. Wenn ich einen Onboarding-Use Case zum Beispiel im Unternehmen habe und sage, okay, ich habe so und so viele Mitarbeiter jedes Jahr zu onboarden, ich brauche ein System, wo die schnell ihre Informationen bekommen, um schnell arbeitsfähig zu sein, dann kann ich das natürlich auch in Zeit messen und auch in Geld ausdrücken, das Ganze, ne? Also auch diese Überlegungen zu machen und dann natürlich auch den Weg aufzuzeigen, wie komme ich jetzt zu diesem Ziel, wie lange dauert das fürs Unternehmen, wie viele Ressourcen sind gebunden, wie sieht so eine Roadmap aus? Das sind Punkte, die müssen da rein. Ne? Die muss man natürlich spezifisch ausarbeiten für das Unternehmen. Da gibt es keine Blaupause. Aber wenn man das berücksichtigt und diese Aspekte mit einbezieht in die Entscheidungsvorlage, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit sehr, dass man zu einer erfolgreichen Entscheidung oder zu einer gewünschten Entscheidung auch kommt. Ne? Das Ganze ist ja validiert, weil man die Stakeholder eingebunden hat, weil man die Anforderungen klar hat. Und dann möchte man natürlich auch, dass das Ganze durchgeht und ich auch die Entscheidung treffen kann. Und ich habe jetzt hier nochmal den gesamten Weg exemplarisch aufgezeigt. Die Schritte, die aus meiner Sicht wichtig sind, um eben am Ende zu diesem Erfolg zu kommen, in diesem Entscheidungsprozess. Und das ist quasi für mich jetzt auch nochmal der Ausdruck,
dafür, dass dieser Weg entscheidend ist. Also diese Schritte, die ich dabei tue, nicht am Ende nur der Pitch ist entscheidend, sondern auch schon das, was ich davor tue, weil das liefert mir die ganzen Inputs, die ganzen Informationen, die ich dann eigentlich für die gute Entscheidungsvorlage auch brauche und sichert auch ab, dass ich mit den relevanten Leuten im Vorhinein gesprochen habe, die quasi schon mit im Boot habe und dann auch mit einer gemeinsamen Sprache sprechen kann und das auch vorstellen kann. Weil das Management wird sagen, naja, haben Sie den schon gefragt, haben Sie den schon gefragt, hat der sein Okay gegeben? Und wenn das nicht da ist, dann wird man auch kein Okay und keine Unterschrift unter dem Papier, unter dem Vertrag danach bekommen, ne, für diese Entscheidung. Und es ist natürlich keine Garantie dafür, dass es erfolgreich durchgeht, aber wenn ich diese Hausaufgaben und Schritte vorher gemacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es am Ende auch durchgeht. Und das möchte ich auf jeden Fall hier nochmal mit sagen. Und was ich jetzt nochmal mitgebracht habe, ist für Sie, für euch eine Checklist von, ich glaube, es sind 7 Fragen, die vielleicht mal für sich durchgehen, Schritt für Schritt und überlegen, wenn gerade was am Laufen ist oder geplant ist, demnächst irgendwie in so einen Entscheidungsprozess zu gehen, einfach mal diese 7 Fragen hier nehmen und überlegen, habe ich das alles schon gemacht? Kann ich einen Haken dran machen oder ist da eigentlich noch was zu tun aus Ihrer Sicht, aus eurer Sicht? Na, ich glaube, die Präsentation geht ja dann nachher auch raus. Da kann man sich dann später auch nochmal sich diese Fragen anschauen. Und das wäre meine Empfehlung auch, wirklich mal diese Hausaufgaben zu machen, diese Checklist durchzugehen und zu gucken, habe ich das alles für mich, für mein Unternehmen erledigt? Vielleicht ganz kurz da zum Schluss, wer nochmal einen tieferen Einblick haben möchte. Ich biete auch an, ich habe das jetzt für Unternehmen wie IBM, Pabst, GKD, Echterhoff in der Vergangenheit durchgeführt. Das waren so die letzten Beispiele, Case Studies, die ich hier dazu habe. Wer möchte und sich Zeit nimmt, dem kann ich auch gerne nochmal einen tieferen Einblick in genau das ganze Prozedere, in dieses Vorgehen, in diese Vorlagen, in die Struktur geben und auch natürlich mal eine Einschätzung treffen zu eurem, zu ihrem Vorhaben und zu ihrem Entscheidungsbedarf, den sie haben, ne? Und gucken, passt das oder gibt es vielleicht noch Empfehlungen von mir? Und das ist jetzt hier eine Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren, 30 Minuten, mehr muss es am Ende nicht sein, um einen Einblick zu geben und auch ein Feedback zu bekommen. Genau. Ich hoffe. Ja, also ich glaube, es ist spannend, wenn du nochmal zurückgehst auf diese Übersichtsfolie. Mich würde mal interessieren, diese Beispiele wären konkret zu Interleitung. Genau. Das ist richtig. Also war bei den Unternehmen überall ein Thema, nicht nur, aber auch. Also alle Unternehmen haben am Ende auch ein Intranet eingeführt, weil das eine der Maßnahmen war. Also deswegen wäre das auf jeden Fall zielführend. Und ich glaube auch, wichtig ist auch, glaube ich, das Intranet ist ja ein Teil des digitalen Arbeitsplatzes und man muss es ganzheitlich denken. Spätestens mit Microsoft 365 muss man es auch ganzheitlich denken, immer mit der IT. Deswegen ist es halt immer, glaube ich, ein Teil von dessen, was sich der Christoph ja auch anschaut. Mich würde mal interessieren, wenn man auf diese Folie guckt, ich fand diese Managementpräsentation, diese 8 Themen, und wer macht das denn? Habt ihr da Erfahrung? Macht ihr das genauso schon heute? Weil ich sehe da halt immer große Herausforderungen, auch gerade wenn Kommunikation im Prinzip sagt, okay, jetzt müssen wir so einen Mix aus Kommunikation, wir wollen ja im Prinzip Kommunikation vorantreiben, wir wollen ein cooles Tool haben, wir wollen neu denken, man muss es mit IT machen, IT macht das ja eigentlich täglich, solche Entscheidungsvorlagen. Habt ihr Erfahrung mit sowas? Macht ihr das genau heute schon so in diesem Weg? Oder ist es etwas, was zum Beispiel gerade dieses Value-Business-Impact, ja, weil das ist spannend, ich hatte mal zum Beispiel immer Glück, hatte immer tolle Internetprojekte, die ernst genommen worden sind, dahin geht, dass man auch die Ressourcen geplant hatte. Die meistens haben dann aber auch interne Ressourcenansprüche. Und dann ist es halt so gewesen, dass oftmals solche Projekte auch, wenn man es nicht richtig pitcht, depriorisiert worden ist. Wenn man zum Beispiel nicht einen relativ guten Use Case gefunden hat, der strategisch wichtig ist, den man halt dort mit einbauen kann, um halt das Projekt an sich erstmal durchzubekommen, weil dann hilft es halt auch zum Beispiel zu sagen, okay, ich erziele meine Kommunikationsziele, aber ich habe halt auch dieses Projekt als solches. Wie ist da eure Erfahrung? Macht ihr das heute schon so? Und genau, das, also, das ist auf jeden Fall das Ziel, oder? Das genauso zu tun. Ja. Also, wenn man, ich komme von außen rein, ne? Meistens ist da schon was am Laufen oder schon was getan, da hat schon jemand mal so ein Thema vorgestellt. Aber das Ziel ist natürlich schon, das dahin zu bringen, ne? Und diese einzelnen Schritte zu machen und diese auch wirklich mehrwertbringende Diskussion zu führen und diese Betrachtung durchzuführen. Weil das ist ein ganz, ganz essentieller Teil. Und man muss das mit beleuchten, so, ne? Weil das muss irgendeine Auswirkung haben, irgendeine positive Auswirkung auf das Geschäft und auf die Organisation, auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und deswegen ist diese Argumentation. Ansonsten entsteht keine Dringlichkeit. Wenn man das nicht argumentieren kann, wenn man diese Punkte nicht mit betrachtet und zeigen kann, dass es genau diesen Impact hat, warum soll jemand dann entscheiden? Warum soll jemand sagen, wir machen diesen ganzen Aufwand jetzt, um eine Re-Evaluierung zu machen, eine Tool-Neueinführung? Das macht natürlich keinen Sinn und deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ist also das
ist natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen immer gegeben. Ne? Man fragt ja auch seine Stakeholder, seine Entscheider, worauf legst du Wert, was ist dir wichtig, um das auch zu adressieren. Und unterschiedlich intensiv macht man diese einzelnen Punkte, aber mit dabei sein sollten die auf jeden Fall. Christoph, da sind jetzt zwei Fragen reingekommen. Wir hätten noch die Zeit, die 2-3 Minuten zu antworten. Guck mal, wie wäre eine effektive Methode, die Anspruchsgruppen abzuholen, ohne viele Workshops durchzuführen zu müssen, oder braucht es Workshops aus eurer Sicht? Christoph, erste Frage an dich. Workshop ist immer eine ziemlich intensive Zeit, die man dafür verbringt. Was wir gerne machen, sind Umfragen und Interviews mit relevanten Stakeholdern. Wichtig ist natürlich, da eine gewisse Abdeckung zu haben und einen Querschnitt aus der Unternehmung, verschiedene Zielgruppen zu befragen und die mit zu involvieren. Damit haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ein Workshop ist schon sehr intensiv. Da überhaupt erstmal einen Zeitpunkt zu finden und alle dazu zu holen, das ist schon schwierig. Deswegen Interviews auf jeden Fall und gerne auch Umfragen zum Status quo machen. Idealerweise hat man schon mal Umfragen gemacht und kann das irgendwie in Vergleichen dann auch mit einer aktuellen Umfrage. Aber das wäre auf jeden Fall erstmal der ein guter Weg. Na, häufig gibt es aber auch schon Feedback, weil ja nicht, man ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern diejenigen im Unternehmen, die kennen ja auch ihre Leute, die kennen die Meinungen, die kriegen Input, die tauschen sich aus, die können das auch schon zusammenfassen, aber ich validiere das auch gerne nochmal und sage, okay, lass uns mal eine halbe Stunde mit denen und den Leuten sprechen und sich gerade in dieser ersten Analysephase auch diese Zeit zu nehmen. Okay, und die letzte Frage, die hier ist, also sehe ich genauso, Christoph, es war nochmal, glaube ich, guter Input, in welchem Umfang sollte man den Markt kennen? Es gibt doch keine abschließende Übersicht. Wären 5 bis 8 Systeme ausreichend? Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Long- und Shortlist und etc. Ja, ich würde mal sagen, wer sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, der kann den Markt gar nicht kennen. Also der kann sich zwar Input holen. Es gibt sowas wie so Check24-Portale, die auch Intranet-Technologien miteinander vergleichen. Das hilft auf jeden Fall zu schauen, welche Technologien gibt es da, aber kennen kann man die natürlich nicht. Ne? Und da brauchst du natürlich auch irgendwie einen externen Input, um dann auch zu entscheiden, also einmal ist ja das Kennen, es gibt diese 100 Tools und auf der anderen Seite, welche davon könnten passen auf den eigenen Use Case, auf die eigene Situation, und das kann man nicht, ne? Also Echterhoff zum Beispiel, ein Bauunternehmen, wie sollen die sich mit Intranet-Technologien beschäftigen den ganzen Tag, ne? Das geht gar nicht, das heißt, die brauchen externe Expertise. Man kann sich Orientierung schon mal holen bei Gartner und Clearbox, und dann brauchst du aber jemanden, der auch einschätzen kann, wie diese Tools sich im Markt positionieren, wie unterschiedlich diese Ansätze sind, und auch jemand, der quasi den Transfer aus fachlichen Use Cases und Anforderungen hin zu diesen Technologien macht und sagen, das könnten die 5 Technologien sein oder die am Ende die 2-3 Technologien, die auf die Shortlist kommen, um da auch quasi Arbeit zu sparen am Ende. Okay. Genau. Super, sehe ich auch so. Perfekt. Also kommen wir zum Abschluss. Genau, hier nochmal die Folie von Christoph. Wir teilen auch, glaube ich, jetzt im Chat sein LinkedIn-Profil und auch die Webseite. Genau, mag sich gut. Kam Feedback zurück, Christoph, hat geholfen. Also vielen lieben Dank, Christoph, für diese tollen Insights. Ich glaube, aus Erfahrung, Internet ist für mich eine Leidenschaft. Es ist unglaublich wichtig, das wirklich bedacht und richtig zu machen. Oftmals kommt es leider gar nicht zu einem Projekt, weil halt dieser strukturierte Prozess vorab nicht genau gemacht wird. Und es ist eigentlich schade für alle, wenn das halt nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, machst, weil das erhöht natürlich die Erfolgschancen, dann auch wirklich in ein Projekt dann zu kommen und das auch durchzuführen. Also vielen, vielen Dank, Christoph. Kontaktiert ihn gerne, wenn es darum geht, wie kann man da am besten das machen, und auch Fragen. Und er hat ja auch angeboten, diese Termineinladung. Dann könnte es mir noch mal eine Folie gehen auf die nächsten Schritte, was heute noch folgt. So, wir haben noch 2 Sessions. Das ist natürlich schwierig, dass ich jetzt, weil die Steffi und der Tommy machen eine tolle Session zum Thema Ziele setzen und auch messen. Eines meiner leidenschaftlichen Themen. Deswegen mache ich natürlich, auch wenn das eine Konkurrenz-Session ist, zu meiner Session, natürlich gerne Werbung dafür. Es ist A und O, Wirkungsmessung, hatte ich ja erst gesagt, von Plattform und von Kommunikation. Und ich werde mit Sebastian ein Thema machen. Erfolgsfaktoren heute sehr stark in Richtung Informationsarchitektur, Governance, weil ich glaube, das ist das Fundament von jedem Projekt. Also wenn man den Schritt weiter ist und man sagt, man hat ein Projekt, man hat eine Technologie entschieden, das dann richtig aufzusetzen, das sind die 2 Themen, die als nächstes kommen. Und Christoph, nochmal vielen lieben Dank für deine tollen Inputs. Freue mich, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, allen anderen hat es auch Spaß gemacht und das war guter Input. Gerne hier auch nochmal in den Chat reinschreiben, wenn es gefallen hat. Und Christoph, ja. Genau, ich kann nur sagen, ich kann nur jeden ermutigen, sich auf diesen Weg zu machen. Ist nichts Unmögliches, wenn man diese Schritte beachtet. Und es sind ja tolle Ideen da und deswegen Mut haben und loslegen. Super, das waren auch schon Abschlussworte. Christoph, vielen lieben Dank. Genieße den Tag. Sven. Ich muss in die nächste Session, damit ich auch schon eine Zeit habe zum Kaffee.
Team Kaffee heute bei mir. Und Christoph, dir einen schönen Tag und den anderen Teilnehmern viel Ja. Spaß bei den folgenden Sessions. Danke, dass du dabei Dankeschön. warst. Ciao. Ciao.